Hallo Freunde und willkommen zurück bei Subnautica. Ich war eine Runde unterwegs auf Apirsch, während die Rezepte gelaufen sind oder die Fragmente. Ich bin irgendwie mal bei Rezepten, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und Mutti hat gerufen, dass ich nach Hause kommen soll, essen. Deswegen bin ich schnell umgedreht. Okay, gucken wir mal. Wir haben ja was Neues gelernt. Ist hier was Neues drin? Nö, auf den ersten Blick nicht. Nur Torpedos, die ich nicht benutzen kann. Naja, egal. Okay, was habe ich denn hier jetzt gerade überhaupt in der Tasche? Ich glaube, das meiste Zeug habe ich in die Motte geräumt. Auf jeden Fall habe ich Fisch mitgebracht. Der Rest kann da zur Not erst drinnen bleiben, wenn ich nicht unterkriege. Jede Menge lecker Fisch können wir uns jetzt fertig machen. Dann hört die Mutti auch auf zu schimpfen. Ihr wisst ja, ne? Junge, du musst was essen. Okay. Ja, ich war da runtergetaucht, wo wir unsere Funny-Boje mal ausgesetzt hatten. Hab da mal ein bisschen gesucht. Scheint wirklich sehr friedlich zu sein, die Ecke, obwohl ich dem Frieden da ja irgendwie nicht traue. Okay. Ja, ich weiß. Ich kümmere mich ja gleich. So, hier hatten wir Kristalle, da werden wir die mal als erstes los. Das hier vorne ist ja im Moment noch eine Kuddelmuddelkiste, aber die soll ja eigentlich mal für Erze und so gut sein. Was haben wir hier? Diamanten kommen da auch erstmal mit rein. Uran. Ach, Uran habe ich noch gefunden, okay. Noch einiges an Gold. Also Gold ist da unten ziemlich einfach. Muss man mal so feststellen. Ich habe dummerweise eben beim Reintauchen meine Energiezelle verbraucht. Obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Hatte mich jetzt interessiert, ob die jetzt irgendwie angeschlagen hier drin ist. Aber nein, sie ist dann wirklich weg. Obwohl meine Seemotte oder kleine Motte, habe ich sie ja getauft, nicht kaputt war. Nur mal so viel am Rande dazu. Wir müssen mal gerade ein bisschen Salz holen und dann pökeln wir die Dinger durch. Was haben wir denn hier? 3, 5, 6, 7, 8 Stück. Okay. Trinken soll ich auch was. Mal gucken, ob hier in den Apparaten schon was fertig ist. Nein, ist noch nicht. Und hier auch noch nicht. So, müssten 8 gewesen sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Trinken mal schnell einen Schluck, damit es Ruhe gibt. Ja, jetzt pökeln wir die Fische gerade durch. Eigentlich könnte ich sie auch kochen, wäre jetzt... So, vielleicht koche ich erstmal die ersten 2, koche ich nur. Und die anderen pökel ich dann für den Fall der Fälle, dass die in den Schrank wandern. So sparen wir noch ein bisschen Salz, auch wenn es da nicht groß dran mangelt. Wunderbar. Jetzt können wir uns den Bauch wieder vollschlagen. Erstmal die kochen. Alles gut. So. Wunderbar. Alles randvoll. Noch ein bisschen haben wir über. Zweimal Salz haben wir uns auch gespart. Ob das jetzt gelohnt hat, weiß ich nicht. Aber egal. So, dann schmeißen wir das mal hier rein. Das Futter kommt drüben in den Schrank. Zack, zack. Ich kann euch den Schrank hier mal gerade noch zeigen mit dem Biogaszeug. Der ist jetzt auch gut gefüllt. Da müssen wir auch erstmal keine Sorgen haben. Die Biogasbehälter hatte ich auch nochmal aufgefüllt. Aber die hatten auch noch Strom. Die waren halt noch nicht leer. Hier sind ja ziemlich gut geladen. Der hier nicht. Der ist nochmal als erstes leer. Der wird als erstes benutzt wahrscheinlich. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir hier überhaupt Neues gelernt haben. Ich habe den Erbauer nicht in der Tasche. Aber wir können ja auch hier gucken. So. Hier ist hier was Neues. Ich sehe hier nichts Neues. Das war doch irgendwie ein Werkbank-Tool. Okay, vielleicht ist es ja auch wirklich ein Werkzeug. Wir gucken mal, was wir Schönes dazu gelernt haben. Erstmal gucken wir beim U-Boot. Da ist nichts Neues zugekommen. Hier sehe ich auf den ersten Blick nichts Neues. Okay. Jetzt machst du mich neu. Aha, Schubkanone. Okay, anziehen und abstoßen können wir damit. Sehr interessant. Also damit können wir Gegner abstoßen und vielleicht Material anziehen. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Das klingt doch schon mal irgendwie spannend. Terraformer. Das ist alles der normale Kram. Hier so ein Thermometer muss ich mir vielleicht auch mal bauen. Fände ich auch ganz interessant. Okay, aber wir hatten noch 2 Sachen erforscht. Das heißt, irgendwo muss es noch was geben. Ja.
Entschuldigung. So, den habe ich damit reingeschmissen gehabt. Ob ich den auch irgendwo auch mit aufgesammelt habe. Neues Wasser. Und noch mehr Salz. Ja, wir bunkern alles. Fanny, ich kann alles brauchen. Ich habe vor, noch eine ganze Weile dieses Spiel zu spielen. Nein, halt, genau. Das trenne ich ja inzwischen. Also Salz haben wir doch schon ganz ordentlich. Oben auf der dicken Bertha ist auch jede Menge Salz. Da müssen wir gleich auch mal hochgucken, ob da der Strom verbraucht wird, auch wenn die nur steht. Das würde mich nämlich interessieren. Das wäre eine Katastrophe, aber es würde mich trotzdem interessieren. So, habe ich hier meinen kleinen Erbauer. Wunderbar. Erbauerlein, zeig mir, was du kannst. So, ich sehe hier nichts. Doch, da ist er. Werkbank. Fortgeschrittene Fertigungsstation. Ja, das klingt ja sehr gut. Kabelsatz. Normaler Kabelsatz. Computerchip, Titan. Okay, wir schwimmen mal gerade hoch auf die große. Können vielleicht noch ein bisschen Material mit runterbringen. Oh, fast zu schnell. Für das kleine Stück hat sich das gar nicht gelohnt. 280 Energie. Das letzte Mal, als ich hier war, waren es 300, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Also verliert die wahrscheinlich so ganz allmählich ihre Energie. Aber das müssen wir im Auge behalten. Das müssen wir uns nochmal angucken. Aber zumindest jetzt nicht irgendwie kritisch. So, hier haben wir noch ein bisschen Kupfer und noch ein bisschen... Was ist das denn hier? Quecksilber. Quecksilber, okay. Was kann ich daraus überhaupt machen? Quecksilber zu erhalten, okay. Ja, Titan, bis der Arzt kommt, lassen wir erstmal hier. Quarz ist natürlich leer. Nahrung. Haben wir hier oben noch irgendwelche nennenswerte Nahrung? Wir haben ein bisschen gefiltertes Wasser, wir haben hier Salz. Ich hatte auch probiert, hier so einen Filterautomaten reinzustellen. Ging aber leider nicht. Hätte ich natürlich gerne gemacht. Gut, was haben wir hier? Noch mehr Salz. Okay, ja, ein bisschen Salz nehmen wir damit runter. Das Gold nehmen wir mit runter. Die anderen Sachen, ja, lasse ich erstmal hier. Vielleicht kriegen wir dann ja endlich mal eine Verwendung für die anderen Sachen. Vielleicht kann der neue Automat ja auch andere Sachen bauen. Lassen wir erstmal hier oben. Alles unwichtig. Im Moment auch nicht entscheidend. Gut, das sind jetzt hier Akkus. Ja, wir haben noch ein paar kleine Batterien hier, mehr auch nicht. Da muss ich mich auch unbedingt drum kümmern, dass wir mehr Energiezellen kriegen. Dass wir das Teil hier erstmal wieder auf 600 auffüllen. Das ist ja doch lebensnotwendig. Was haben wir hier denn noch rumfliegen? Ah ja, jede Menge Krempis. Ist ja schrecklich. Ich meine, wenn man zu wenig hat, ist scheiße, aber wenn man zu viel hat und weiß nicht, wohin damit, ist auch scheiße. Also brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Schränke, aber ich glaube, wir haben keinen Kristall. Doch, ein bisschen Kristall hatte ich mitgebracht. Okay, schauen wir mal durch. Hier ist das. Hier wollte ich mal alle Erze reinräumen. Hier werde ich auch mal jetzt mal drin aufräumen müssen. Aber das muss jetzt nicht mit euch zusammen sein, das kann ich auch alleine machen. Silbererz, Diamant schmeißen wir mit dabei, habe ich gesagt. Genau, Gold sowieso. Okay. Ja, die Blumensachen müssen hier raus verschwinden. Also diese Säurepilze, die ich sowieso verarbeiten muss, ja noch zu Batterien. Aber die müssen da raus. Jetzt ballern wir das Salz mal gerade vorne rein. Und dann beschäftigen wir uns kurz damit, wie man hier diese Werkbank baut. Das ist eine neue. Und dann bin ich... Oh, falscher Box. Da schreibe ich schon dran und sehe es immer noch nicht richtig. Gut, also Salz brauchen wir auch nicht mehr groß aufheben, wie ihr seht. Da haben wir jetzt langsam einen ganz guten Vorrat von. Also brauchen wir zumindest erstmal keins mehr mitbringen. Alles klar. Jetzt kümmern wir uns mal hier drum. Was hatte ich denn eben überhaupt nochmal? Was waren denn jetzt die beiden neuen Sachen? Eins davon war ein Werkzeug, genau. Das war das hier. Die Schubkanone. Die Schubs- und Ziehkanone könnte man sie auch nennen. Okay, und zweitens hatten wir jetzt hier... Nein, genau. Den baue ich ja mit dem Erbauer. Das Ding können wir uns ja quasi also schon mal angucken. Sehr groß ist er nicht, das ist schon mal schön. Den hier irgendwie so nebenklatschen, dass wir das so in einer Ecke haben. Sieht ja erstmal okay aus. Okay, zweimal Titan, einmal Kabelsatz, einmal Computerchip. Computerchip, ich weiß nicht, ob ich die Pilze noch hier habe. Ansonsten brauchen wir Silbererz dafür. Für den Kabelsatz auch. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall zweimal Titan. Das können wir direkt schon mitnehmen und gleich draufziehen. So, dann nimmt das schon mal ein bisschen Form an. Schauen wir mal gerade, was wir für den Kabelsatz hier brauchen. Kabelsatz, nur Silbererz. Ja. Top. Und es fehlt uns noch der Computerchip. Das war Silbererz und diese Koralle, ne? Oder wie war das? Und Kristall. Computerchip. Tischkorallenproben. Habe ich bestimmt keine von hier. Ich mache das immer wieder. Ich brauche einmal Quarz oder zweimal. Ich weiß es nicht. Ich nehme erstmal zweimal mit. So, keine Tischkorallen.
Aber ich hatte ja vorhin noch welche geholt. Ich hatte doch mal welche geholt. Ist aber schon ein Weilchen her. Schauen wir mal, ob noch welche da sind. Kein Captain an Bord hier. Kein Welcome Captain, kein nichts. Mein Schiff wird nachlässig. So, Korallenproben haben wir jede Menge, aber keine Tischkoralle. Gut, macht ja nichts. Ist ja nicht so weit. Und wir wollen ja bauen und experimentieren. Da muss man manchmal auch sammeln. Schwimme ich jetzt gerade in die richtige Richtung? Nein, ich schwimme in die falsche Richtung. In die Richtung, die ich gerade geschwommen bin, liegt die Aurora. Und wir wissen ja, was dann in der Ecke in etwa ist. Also da sehe ich die ganze Zeit akut zu, dass ich da nicht in die Nähe gehe. Nennt mich Schisser oder nennt mich wie ihr wollt. Ey, aber mit dem Ding lege ich mich nicht an. Schon gar nicht, wenn die mir hier keine tödlichen Waffen geben. Da müssen wir auch immer noch mal reingucken. Was haben wir hier? Seemottenfragment. Das brauchen wir nicht. Titan. So, wo sind meine schicken Pilze? Ihr wisst, welche ich suche. Die da suche ich. Oh. Hab wieder alles auf andere Tasten gelegt. Luft haben wir noch genug. Und los hier. Hier will ich kaputt gehen. Auch nicht. Warum nicht? Okay, was ist das hier? Aber Betrug, das ist unfair. Ja, die gehen gerade wirklich nicht kaputt. Ich weiß nicht warum. Kleiner Bug im Spiel oder so. Ich wollte gerade sagen, sie spritzen fleißig vor sich rum. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also man sah die ganze Zeit, dass ich sie treffe. Aber kaputt gehen wollten sie nicht. Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Wir wechseln einfach nochmal. So, Freundchen, jetzt hier. Kommt, ich brauche euch. Ich brauche euch. Ja, Early Access, ne? Gehört leider manchmal dazu. Die wollen hier gerade nicht kaputt gehen. Ich guck mal, ob es noch in einer anderen Ecke geht, weil sonst, ja, muss ich das Ganze wohl einmal neu starten. Hilft ja nichts, die Korallen brauche ich jetzt gerade. Auch wenn die mir die nicht geben wollen. Keine. Keine geht kaputt. Okay. So, willkommen zurück. Es hat geklappt. Kleiner Neustart hat völlig ausgereicht. Und schon habe ich die Tasche voll mit dem Zeug. Ich habe gleich ein paar mehr geholt, weil sicher ist sicher. Hier habe ich das Silber noch in der Tasche? Ne, das hatte ich abgelegt. Okay. Dann stopfe ich jetzt erstmal die meisten davon hier in den Schrank. Was brauchte ich denn? Ein Computerchip, glaube ich, nur. Und dann geht das hier schon weiter. Zack, 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 dass man die alle einzeln drüberlegen muss. Da wäre irgendwie so eine Variante. Ja, wohl gut. Ist egal. Ach. Ich muss immer meckern, ich weiß. So, jetzt nehmen wir nochmal wieder zwei da raus. Ne, halt. Die brauche ich. Und ein bisschen Silber. Habe ich das wieder hier reingeschmissen? Jawohl. Okay, es fehlt jetzt nur noch der Computer, richtig? Ich glaube schon. Computerchip, meine ich natürlich. Immer ganz sachlich zu nehmen, ne? Wir wollen ja ernsthafte Let's Plays machen. Okay, das Ding ist fertig. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Überlebensmesser. Thermalklinge. Will ich haben. Heiß. Wortwörtlich genommen. Heiße Nummer. Was noch? Luftbehälter. Okay, die können mehr. Okay, und andere Schwimmflossen. Ultragleitschwimmflossen und Schwimmladeflossen. Während ich schwimme, werden meine Werkzeuge aufgeladen. Oder ich schwimme halt super schnell. Boah, was ist das denn für ein geiles Teil? Aber jetzt erstmal hier, ne? Messer bei die Fische oder wie auch immer. So, hat er. Ach so, hat er jetzt automatisch schon drin. Die drei. Ey, das Ding glüht. Ding glüht. Hört ihr das? Boah, das ist cool. Das ist ja mal richtig cool. Okay, eine erhitzte Klinge. Ja, cool. Haltbarkeit 100%. Momentan.
Ja, jetzt machen wir mal gerade hier. Ups. Warum habe ich jetzt die Wumme genommen? Ich will doch gar nichts in der Hand haben. Jetzt schnappen wir uns mal gerade ein bisschen Titan und tun mal ein, dieser Kanister hier umwandeln, einfach um mal den Unterschied zu sehen. Jetzt haben wir 135. Mal gucken, was wir dann haben. Super, das heißt, wir können uns wahrscheinlich sogar sparen, alle drei Kanister mitzunehmen. Oder können dann so richtig scheiß lang unter Wasser bleiben. Jetzt wüsste ich ja gern, was die andere Flasche noch mehr kann. Plastahl, dafür brauchten wir... Was war's denn? Dafür brauchten wir hier Titanbarren und ich glaube Lithium. Haben wir noch Lithium hier unten? Dann mache ich mir so ein Ding mal fertig. Nee, ist wieder typisch, ne? Kein Lithium. Wenn man mal einmal Lithium will, dann ist kein Lithium da. So eine Scheiße. Steht da irgendeine Erklärung? Ich muss mal gerade nochmal. Wir können ja nochmal lesen. Ultraleichte Pressluftflasche. Vielleicht ist die auch einfach kleiner. Das würde natürlich auch schon richtig was. Ups, schon richtig was bringen. Denn die neue hier hat, dann nimmt natürlich genauso viel Kapazität weg wie die. Wenn die schmaler wäre und dann vielleicht die gleiche Kapazität hätte, wäre das natürlich super. Das müssen wir ausprobieren. Also flitze ich mal ganz schnell und gucke, dass wir noch ein bisschen Lithium haben. So, das mit den Schwimmflossen ist natürlich auch interessant. Jetzt werde ich mich erstmal ganz neu ausrüsten. Ist das Lithium vielleicht sogar unten? Hier haben wir noch einen Salzlockerung. Okay, dann nehmen wir das mal da raus. Lithium, ja. Super, ich glaube, das reicht dann sogar für zwei. Vielleicht nehmen wir vorher noch ein bisschen Titan mit rüber. Wo wir haben drüben noch recht viel. Aber das Uran können wir auch schon umlagern. Sind die unteren drei Schränke alle leer? Sehe ich das richtig? Ja. Ist doch schon mal ein Anfang. Okay, ab zurück in unsere kleine Base. Ja, ihr seid mir gerade egal. Essen und trinken muss ich zwar auch bald wieder, aber erstmal will ich jetzt diese coolen Flaschen haben. Gut, was habe ich denn jetzt hier? Muss ich erstmal ein bisschen Platz machen. Alles, was jetzt hier nicht hingehört, kommt jetzt erstmal da rein. Lithium brauchen wir, Silbererz brauchen wir nicht. Salzvorkommen brauchen wir nicht, Quarz brauchen wir nicht, aber ist ja auch egal. Okay. Packen wir uns erstmal hier genug Material. Was haben wir denn? Da haben wir schon 4, 5, 6. Das waren, glaube ich, 10, ne? Ich nehme vorher aber noch einen mehr. Ach ja, ich muss ja erst den Barren draus machen. Ja, 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 jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Nur ein Lithium sogar für. Da könnten wir 4 Barren machen. Okay, jetzt werden wir es gleich sehen. Ja. Wir machen einfach mal. Damit da irgendwas dran steht. Okay, mein Sauerstoff ist jetzt gerade nicht gestiegen. Oder hat er jetzt aus einem meiner anderen das gemacht? Jetzt habe ich gerade den Überblick verloren. Okay, und was ist jetzt besser an dem? Das schnalle ich nicht. Der hat den jetzt zu dem verarbeitet. Richtig? Richtig. Aber der ist doch auch nicht kleiner. Und hat auch jetzt nicht mehr Luft gebracht. Ultraleichte Pressluftflasche. Was soll mir das denn jetzt helfen? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wie viele Plätze nimmt der denn hier ein? 4 Stück. Und der braucht doch auch 4. Hm. Jeweils verbrauchen sie immer eine Pressluftflasche. Aber der hat mir ja keinen Vorteil gebracht. Ich habe immer noch die 165. Oder kann man da nicht drüber? Ich lege mal gerade einmal die kleine ab. Die 0815. Doch, doch, doch. Da gibt es einen Unterschied. Dann verstehe ich den Nutzen allerdings nicht, muss ich zugeben. Na, versteht ihr, was ich jetzt meine? Macht ja gar keinen Sinn. Hä? Lithium hätte ich nur gebraucht und die Pressluftflasche. Ich hätte gar nicht den Barren draus machen müssen, den Plastahlbarren. Ach, bin ich blöd. Na gut, ist ja egal, der wird ja nicht schlecht, aber... Ultraleichte Pressluftflasche. Ja, ultraleicht. Was hilft mir? Das bin ich dann schneller. Hochkapazität. Also ich bin ja eher, wenn ich den gleichen Platz verliere, will ich mehr Kapazität. So, zack. Das sieht doch schon besser aus. Jetzt kann ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt den Ultraleichten mal einmal ablege. Wo ist der Ultraleichte da? Da habe ich immer noch 165. Das heißt, da kann ich dann zur Not auch mal auf einen noch verzichten und hätte immer noch richtig was gewonnen. Super. Super Sache.
Ja, Leute, ich habe jetzt gar nicht so den Zeitfaktor im Auge, weil wir ja unterbrochen haben. Ich glaube aber, wir haben ein bisschen was gesehen. Das Ding hier ist cool und wir werden uns in der nächsten Folge, bin ich mir relativ sicher, hier auch mal mit den Schwimmflossen noch... Kabelsatz für Schwimmflossen. Okay, mit den Schwimmflossen vielleicht noch mal beschäftigen. Gehärtete Klinge. Diamantgehärtete Klinge. Überlebensmesser und Diamant. Okay, da gibt es dann sogar verschiedene. Ich weiß es nicht, eine härtere? Nein, ich finde hier die Thermalklinge schon richtig cool. Ja, will ich nicht wechseln. Hier würde ich jetzt eher zu den Hochkapazitätspressluftflaschen tendieren. Ich weiß nicht, was mir die hier bringen sollen. Die hier sind doch um einiges cooler und auch leichter zu kriegen. Die Pressluftflasche haben wir eh. Zweimal Titan oben drauf und schon ist man fertig. Lithium muss man dagegen ja viel anstrengender suchen. Ja, okay, so viel mal dazu. Und hier bei den Schwimmflossen, Ultrageschwindigkeit ist natürlich cool, wenn man schneller ist. Aber dass alle Geräte, die man in der Tasche hat, sich aufladen, während man schwimmt, ist doch der Hammer, oder? Während man schwimmt, lädt sich alles wieder auf. Ist doch total genial. Also hat beides so sein Für und Wider. Da bin ich mir noch unschlüssig. Wir werden sie wahrscheinlich beide mal ausprobieren. Einfach um mal zu gucken, wie das so geht. Aber wie gesagt, bla 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 bla. Ich komme wieder nicht zum Ende. Komm, vor allem setze ich in die Ecke und halte die Schnauze. So, das mache ich jetzt auch. Wenn ihr mir noch einen Kommentar da lassen wollt, macht das gerne. Einen Daumen hoch, freut mich. Abonnieren ist natürlich nach wie vor kostenlos und immer erwünscht. Und jetzt halte ich wirklich die Fresse, Leute. Macht's gut und bis die Nächte.